Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Wir haben halt wieder kostenlose Belohnungen, die wir freischalten können. Und in diesem Video werde ich euch alle Informationen dazu zeigen und euch natürlich zeigen, wie man das Ganze auch freischalten kann. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und tragt natürlich auch gerne im Fortnite-Item-Shop meinen Creator-Code TheAircraft ein. Würde mich natürlich genauso freuen. Das Ganze nennt sich Reboot a Friend, beziehungsweise reaktiviere einen Freund auf Deutsch ist es halt noch in der Beta-Phase, das heißt, wird in der Zeit immer noch geupdatet. Aber auf jeden Fall können wir damit vier verschiedene Belohnungen freischalten. Und wie der Name schon sagt, geht es darum, eben halt Freunde zu reaktivieren. Und zwar, wenn Freunde seit 30 Tagen oder mehr Tagen nicht mehr Fortnite gespielt haben und man dann eben halt mit denen ein Match spielt, beziehungsweise mehrere Matches spielt, dann kann man eben halt da Belohnungen freischalten. Wichtig ist eben halt, dass diese Freunde auch schon in eurer Freundesliste sind. Ansonsten funktioniert das Ganze eben halt nicht. Falls ihr Freunde habt, die eben halt dazu freigeschaltet sind, beziehungsweise die Anforderungen dafür erfüllen, dann werden die hier aufgelistet. Ich habe halt keine Freunde, die inaktiv sind, weil ich die normalerweise immer gelöscht habe. Deshalb steht hier immer keiner. Aber falls ihr Freunde habt, die sehr inaktiv sind, die seit mehr als 30 Tagen nicht mehr gespielt haben, die werden hier aufgelistet. Das Ganze könnt ihr noch 20 Tage lang machen. Das heißt, innerhalb der nächsten 20 Tage müsst ihr das hier machen. Ansonsten könnt ihr die Belohnung erstmal nicht mehr bekommen. Wenn ihr dann ein Match mit diesem Freund gespielt habt, bekommt ihr direkt die erste Stufe der Belohnung. Insgesamt gibt es vier Stufen von Belohnung. Bei der ersten Stufe bekommt man ein Emoticon, eine Reaktivierung. Relativ schlicht, doch nichts Besonderes. Ab Stufe 2, da muss man 5 Matches da mit dem gespielt haben, bekommt man die Lobby-Musik-Tonwechsel. Ab Stufe 3, also 10 Matches, die man gespielt hat, bekommt man die Spitzhacke Doppelclown. Und ab 20 Matches bekommt man dann noch die Lackierung Hologlanz. Die sieht eigentlich echt ganz nice aus, also die Belohnungen sind echt ganz schlecht dafür. Und wie gesagt, das Ganze könnt ihr innerhalb der nächsten 20 Tage machen. Damit war es dann auch schon soweit mit allen Informationen zu diesem Reboot a Friend. Morgen wird auch das Update 15.10 rauskommen. Dazu wird natürlich ebenfalls ein Video hier auf diesem Kanal folgen. Also wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst ja natürlich gerne ein Abo da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns dort im Video wieder. Ob ich heute auch noch streame, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich Daily Streams durchziehe. Aber heute geht es mir nicht ganz so gut. Muss ich nochmal schauen, ob ich dann wirklich streame. Aber ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, auf jeden Fall morgen im Video wieder. Und bis dahin, ciao.